In der heutigen Challenge kümmern wir uns um die ganz großen Tiere, werden sie mit einem Herzschuss erlegen und das Ganze in 60 Minuten. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video und der heutigen Challenge. Ihr seht es da oben, der Countdown läuft schon wieder, 10 Sekunden sind schon um und wir werden uns heute um die richtig großen Tiere in Call of the Wild kümmern, nämlich alle 9er Tiere. Das sind 6 Stück, Bisent, Bison, Banteng, Wasserbüffel, Kaffernbüffel und der Löwe. Und meine Challenge ist, alle Tiere in mindestens Gold mit einem Herzschuss zu erlegen. Heißt, wir brauchen 6 goldene Tiere, alle mit Herzschuss. Wir starten mit dem Wisent hier in Hirschfelden. Ich glaube, es wird richtig, richtig schwierig, bin ich ganz ehrlich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, kann ich das schaffen? Probiert es auch gerne selber aus. Schreibt mir, wie lange ihr gebraucht habt, ob ihr es geschafft habt. Es wird herausfordernd. Wir haben jetzt einen recht weiten Weg zum ersten Spot. Ich will hier zum Fluss runter, weil ich da ein paar Wisent-Gebiete hintereinander habe. In der Hoffnung, dass da was Goldenes bei ist. Also, wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Kleine Zusatzinfo noch. Ich habe als Waffe die Tsurugi dabei. Lange nicht mehr gespielt, weil ich lange nicht mehr auf größere Tiere gegangen bin. Aber ich weiß noch, sie hat einen recht hohen Bullet Drop. Da müssen wir also aufpassen. Aber das werden wir hinkriegen. Wo ich mir mehr Sorgen mache, ist generell das Herz bei Wisern, Büffel etc. zu treffen. Das habe ich lange, lange, lange nicht gemacht. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Eine richtige Challenge diesmal. So, das hat uns jetzt schon echt 5 Minuten gekostet, hier runterzukommen. Oh nein. Jetzt habe ich die direkt verscheucht. Der hat Potenzial. Ich versuch's noch. Ich versuch's noch. Im Lauf. Oh mein Gott! Nee! Oh Gott, bitte lass den Gold machen. Oh mein Gott. Ha! Let's go. Let's go. Boah, wenn der Gold ist, das wäre... Das kann nicht wahr sein. Wieso sind die... Ach, der Wind ist halt auch scheiße, ne? Oh, bitte, Kumpel, sei Gold. Sei einfach Gold. Nein, 108. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, die haben wir offenbar verscheucht. Hab hier noch einen weiteren Spot. Müssen wir uns den angucken. Okay. Wir müssen mal da hinten gucken, irgendwo... Da muss doch ein männlicher irgendwo bei sein. Mann, das wäre so nice gewesen, wenn der Gold gescored hätte, ey. Das ist echt nicht... Da ist echt nichts Brauchbares bei, ne? Gar nichts. Der Dreier läuft da immer noch rum. Du blöder Dreier, ey. Kriegst du jetzt halt nochmal so einen verpasst hier. Oh, scheiße. Mann! So, hier ist der Dreier noch. Den werden wir nochmal schnell aufsammeln. Ja, das war beides nix. Hätte auch kein Gold gemacht, umso besser. So, ich laufe jetzt hier noch ein bisschen am Fluss weiter. Ich habe da noch weitere Zonen. Hoffen wir, dass da was dabei ist. Ja, die weiten Wege machen es einem natürlich zeitlich auch echt schwer. Also wir haben, hatte ich vorhin glaube ich schon gesagt, 10 Minuten pro Tier. Und wir sehen es, wir haben gleich schon eine Viertelstunde nur fürs Wisent gebraucht. Vorausgesetzt, wir haben gleich eins. Das macht's echt wirklich, wirklich herausfordernd. Also ohne Zelte und direkt zu den Trinkspots reisen, glaube ich, geht das hier nicht positiv aus. Aber wie gesagt, es würde mich sehr interessieren, ob es bei euch klappt. Ob ihr das auch mal probiert habt, ob ihr das mal probieren wollt. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare. So, irgendwo da um die Ecke soll jetzt auch noch eine Trinkzone sein oder ist noch eine Trinkzone. Wir sind da sehr, sehr nah dran und ich muss da auch um die Ecke rum. Das macht's nicht besser. Wahrscheinlich flüchten die gleich wieder. Ich sehe auch gar nichts. Ist hier überhaupt jemand? Nicht hier umsonst hergelaufen? Hier ist keiner. Es ist nicht wahr. Okay, ich muss woanders hin. Wir können nochmal dahin rennen. So, da sind wir angekommen. Wir gucken mal nach links direkt. Da hinten steht was. Da steht ein Dreier, aber bis 110, bisschen knapp. Aber da stehen einige. Gucken wir gleich nochmal in Ruhe. Was haben wir rechts? Oh ja, da steht auch ein bisschen was. Ist aber auch keiner, der richtig groß aussieht auf den ersten Blick. Ein Zweier. Perfekt. Gibt's melanistische Bisons? Wisente? Sag mal, Leute, warum ist der da so dunkel? Das ist mir suspekt. Das ist alles. Was haben wir da hinten noch? 110 bis 121. Der muss es sein. Wir machen erst den. Nee, warte mal. Wir machen das anders. Scheiße, ist der... Leute, schreibt mal in die Kommentare bitte, ob der Mela ist, was ihr meint. Ich habe keine Zeit, den jetzt zu schießen. Müssen wir sonst beim nächsten Mal uns holen. Den da will ich. Genau den. Ich finde es eigentlich gut, dass der so steht. Ich finde nicht gut, dass da einer vorsteht. Aber so, das könnte doch klappen, oder? Wenn der mal den Kopf da ein bisschen wegnehmen würde. Oh Leute, bitte.
Lasst es uns probieren. Ich lade nochmal kurz nach. Okay, Konzentration. Das hat wieder nicht geklappt, oder? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Aber das kann doch nicht wahr sein. Da ist der Dreier. Oh Gott, wir können es nochmal probieren. Wir werden gerade angegriffen, das ist nicht gut. Nicht gut. Wir werden nicht angegriffen. Ich glaube, das ist der hintere. Ich glaube, der. Scheiße! Was passiert hier? Der ist es. Oh ja! Ja. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Boah, 38 Minuten, ey, viel zu lang, aber egal. Ich glaube, das könnte gepasst haben. Bitte, bitte, bitte. Muskel her. Oh, wir haben ihn vorher auch gar nicht getroffen. Okay, let's go. Eingepackt. Wir haben den Goldie. Wir müssen jetzt weiterziehen nach. Wo kann man denn hier nochmal? Wie war das? So, ne? So. Nach Afrika. Oh Gott. So, wir sind gelandet. Ich werde die Zeit umstellen auf Trinkzeit der Kaffernbüffel. Von 9 bis 12 trinken die. Ich mach mal 10:56 Uhr. Und dann gehen wir in den Norden. Ich habe nämlich hier einige Kaffernbüffel-Spots. Und zwar gehen wir. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Warzenschwein, Kaffernbüffel, Warzenschwein. Ich glaube, ich gehe von hier. Und dann gehen wir runter. Let's go. So, ich kann von hier oben schon spotten. Das ist ganz geil. Ich glaube, die Kaffernbüffel fangen bei 117 an mit Gold. Der da sieht gut aus. Da wollen wir hin. Der Sechser hat auch Potenzial, aber der Siebener wäre mir ein bisschen sicherer. Ja, der ist schon aufmerksam. Das ist nicht gut. Wollen wir es von hier riskieren? Bisschen dichter noch ran. So schräg von oben ist auch immer scheiße. Aber so von schräg hinten, ich weiß es nicht, Leute. Kriegen wir das hin? Oh, okay, na gut. Ja, so, bleib so stehen. Ja, oh Gott. Er ist ein Held. Aber ich nicht. Ich bin kein Held. Oh, vielleicht bin ich doch einer. Alter, was passiert hier? Feldmann, kümmere dich bitte um die angreifenden Büffel. Ich hab zu tun. Okay, komm, bitte, 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 Herz. Bitte, Herz, bitte, Herz und Gold. Gold ist er schon mal. Nein, es waren nur die beiden Lungenflügel. Oh, Alarm. Oh, shit, ey. Ja, dann müssen wir weiter. Wir müssen weiter. Let's go. Mann, lass mich in Frieden hier jetzt. Kannst du umfallen? Danke. Aber er hätte auch Gold gemacht. So, da hinten steht die nächste Kolonne. Jetzt haben wir da ein schönes Bau. Und wieder ein Siebener. Sehr gut. Ah, den müssen wir haben. So, da ist unser Siebener. Nicht davor stellen. Nein, danke. Okay, das wird tricky. Aber es ist auch wieder machbar, würde ich sagen. Es ist machbar. Wir müssen es nur hinkriegen. Das kann schon wieder alles nicht wahr sein, ey. Kannst du dir nicht ausdenken? So, wo habe ich den jetzt wieder erwischt? Oh, Mano! Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich sehr schlecht mit meinem Aim heute. Aber ich habe es am Anfang gesagt. Büffel, Bison, Wisente etc. Herzschüsse ewig bis so gut wie noch nie gemacht. Zumindest nicht gezielt. Ja, Herausforderung angenommen und auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, würde ich sagen. Da haben wir unsere nächste Truppe. Da ist ein Fünfer, der interessiert uns nicht. Ja, die sind alle zu klein, ne? Schade. Oh ne, da ist noch ein Siebener dabei. Der steht da hinten. Hinter dem Dreier hier. Da hinten steht auch noch ein Siebener. Ja, wir haben auch unsere Chancen hier, aber der da muss verschwinden. Ja, der steht auch wieder absolut bescheiden. Also ich glaube, wir müssen hier den ein bisschen wachsam machen. Ansonsten wird das nichts. Der muss sich umdrehen zu uns. Okay, die hauen schon ab. Okay. Yo! Oh, der hat gepasst. Puh, am Hang vorbei. Ich hab noch gesehen, wie das Ding hier durch die Grasnarbe durchgeflogen ist. So, der war doch jetzt aber. Also, was soll es sonst gewesen sein? Ja, Herz, Doppellunge. Let's go. Warte, steht das da oben auch? Das ist doch das Herz rot, oder? Ja, der zählt. All gut. So, jetzt brauchen wir Löwen. Und die Löwen trinken von 12 bis 15 Uhr. Das heißt, sie trinken bald, aber noch nicht jetzt. Deswegen werde ich die Zeit nochmal ein Stück vorspulen und wir werden mal zu einem Löwenspot huschen. So, erster Spot direkt hier am Außenposten, irgendwo da unten, da hinten habe ich einen Löwenspot. Der Löwe in Gold fängt, glaube ich, bei
bei 44 an. 44. Ich meine 44. Heißt, das ist unser Zielwert, den wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur einen Löwen, der passt. Das sieht leider noch nicht so gut aus da drüben, würde ich behaupten. Da ist noch kein Löwe zu sehen. Stattdessen quakt uns hier eine blöde Ente an. Okay, ein weiblicher Löwe. Das hilft uns nicht. Hä? Kommt der denn her? Okay. Gut, also ein weiblicher Löwe, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen zum nächsten Spot. Oh, da ist ein weiblicher Löwe. Wo sind die männlichen Löwen? Da ist noch ein weiblicher, das gibt's doch nicht. Okay, nächster Spot. Das ist natürlich ärgerlich, wenn hier an den ersten Spots, an denen wir sind, nur weibliche rumhängen. Wenn da jetzt schon männlicher mit dann auch noch Goldpotenzial bei gewesen wäre, wäre schon mal nice gewesen. Weil der Löwe, da mache ich mir relativ wenig Sorgen mit einem Herztreffer, ehrlich gesagt. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal einen. Na, guck mal, ein weiblicher. Mann, das kann doch nicht sein. Alter, ich werde hier noch verrückt. Ihr wollt mich doch komplett hops nehmen hier auf der Map, oder was? Sind die alle im Saufurlaub auf Mallorca, oder was? Also ich weiß noch einen See, wo ich auf jeden Fall männliche habe, aber der ist, das ist immer so weit hinzulaufen. Aber da müssen wir jetzt hin, let's go. So, für einen Teil des Weges habe ich das Quad genommen gehabt. Für die Hälfte ungefähr, es waren Kilometer bis zu dem See. Die letzten 500 müssen wir jetzt rennen. Haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, also... Vier Tiere, glaube ich, werden wir nicht mehr schaffen. Aber ich würde zumindest gerne den Löwen noch bekommen. Und auch nochmal einen Versuch auf ein viertes Tier. Das wäre schon ziemlich nice. Ich glaube, als nächstes würden wir dann fürs Bison in Yukon gehen. Aber ja, jetzt erstmal der Löwe. Noch ist hier nichts zu sehen oder zu hören. Aber hier vorne ist auf jeden Fall... Der ist es. Der ist es doch. Kollege, du bist es. Ich habe einen Caller dabei, den werden wir wahrscheinlich gleich nutzen müssen. Wäre ich mal direkt hierher gegangen. So, Caller raus. Hallo, kannst du mal hören hier? Ah ja, ich glaube, er kommt, oder? Ja, oh, die Entfernung ist eigentlich schon perfekt. Steht da, er steht, er steht, er steht, er steht. Scheiße! Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, da sind wieder nur weibliche. Der ist zu klein. Nein, oh Mann, ey. Ich habe ihn versaut. Oh nee, oder? Oh, einfach ein Tick zu tief. Das kann doch nicht sein. Also wirklich eine richtig, richtig herausfordernde Challenge. Also Löwen hätten wir gerade noch kriegen können, auf jeden Fall. Das wäre nice gewesen. Stellt euch vor, wir hätten das Wiesen vorhin direkt das erste wäre Gold gewesen, was wir da im Laufen geschossen haben. Das wäre richtig nice gewesen. Aber ich glaube echt, 6 Stück in den 60 Minuten in Gold mit Herzschuss ist echt hart. Vielleicht probiere ich diese Challenge nochmal demnächst ohne die Goldwertung und sage einfach die 6 Tiere nur mit Herzschuss. Das ist, glaube ich, schon Herausforderung genug in 60 Minuten. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr und eure Ergebnisse so sagen. So, jetzt checken wir hier nochmal den nächsten Spot ab. Gucken wir, ob wir hier noch irgendwo was finden. Also 3 von 6 wäre halt schon, das muss eigentlich jetzt schon das Minimum sein. Wir haben noch knapp 10 Minuten. Irgendwie muss ich jetzt noch einen Löwen hier aus dem Hut zaubern. Da ist einer. Okay, erstmal voller Fokus auf den. Wir gucken natürlich hier erstmal noch was rum. Da noch irgendwo was auftaucht, aber der da könnte es werden. Fällt man, ich weiß nicht, wollen wir ihn callen? Wir gucken, ich gehe mal noch ein Stück nach rechts. Und dann gucken wir mal, ob wir einen guten Schuss auf ihn kriegen. Und wenn ja, dann würde ich sogar so schon probieren. Da wäre auch einer, der passt. Ich bleib mal hier stehen, nicht, dass der andere wegläuft. 150 Meter. Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch, oder? Durch das Geäst? Wir kommen da durch. Let's go. Das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich bin einfach zu blöd gerade. Also ich bin heute echt zu blöd. Das ist selbst beim Blöden... Beim Löwen so verkacke. So, aber dann holen wir uns den da. Und der macht dann wahrscheinlich kein Gold. Come on. Hör auf, dich zu lecken. Ist jetzt ein Gnadenstoß. Ah, geht doch. Ich sammle den anderen trotzdem noch schnell ein. Den will ich auch noch mitnehmen. Dann haben wir noch 7 Minuten. Ich kann keinen Löwen liegen lassen. Generell liegen lassen ist für mich immer keine Option. Deswegen muss der auch eingesammelt werden. Ja, knapp vorbei. Schade. Schade, Schokolade. Ja, und jetzt müssen wir die Daumen drücken, dass der andere Gold macht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, der ist nur Silber. So, Sekunde der Wahrheit. Silber, 43,49. Ach komm, das kann doch nicht sein.
Wie viel Pech kann man denn einfach haben und Unvermögen? So, die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Ich bin jetzt nochmal zu einem See rüber. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht nochmal Glück haben. Ja, sieht aber generell eher schlecht aus hier an dem See. Würde ich sagen. So, ich bin für die letzten 3 Minuten jetzt nochmal hier an dem See, wo ich als erstes geguckt habe, wohin. Weil der ist am allernächsten an dem Außenposten dran und vielleicht ist hier irgendein Spot, den ich noch nicht kenne. Oder. Oh, da ist ein Achter! Okay, wie viel Zeit noch? 2,5 Minuten. Oh, scheiße, wir müssen uns richtig beeilen. Ich würde fast sagen, wir müssen den von hier versuchen zu schießen gleich. Ich muss den ja auch noch einsammeln. Jo. Lauf! Warum war der denn eben noch nicht da, als ich hier war? Oh, das hätte uns, keine Ahnung, 12, 15 Minuten gespart oder so. Plus das Wisent am Anfang, dann hätten wir. Dann wären wir zumindest noch bis zur nächsten Map gekommen. Das werde ich jetzt wohl nicht mehr schaffen in 1,5 Minuten. Nicht bei den Ladezeiten. Ach, ich meine, vielleicht war es auch Doppellunge gerade, ne? Who knows? Wir werden sehen. Da ist auch noch. Ja, noch ein Achter. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Gold. Herz. So ein Ärger. Ich nehme den auch noch mit da drüben. Aus Frust einfach. Da stirbt. Ja, natürlich. So, in den letzten 20 Sekunden haben wir dann den hier auch noch. Den Frustlöwen. Ja, klar, war auch wieder Herz. Oh Leute, ey. Wie viel Pech kann man eigentlich haben heute? Wie viel Pech kann man haben? Nisi, ja. Also, die letzten 8 Sekunden, es lohnt sich jetzt natürlich nicht mehr irgendwo hinzugehen. Ich hoffe, euch hat die Challenge gefallen, auch wenn die alles andere als positiv ausgegangen ist. 50% der Tiere haben wir geschafft. Mit ein bisschen mehr Übung wären wir da weitergekommen. Wie gesagt, schreibt mir gerne, wie es bei euch gelaufen ist, wenn ihr es ausprobiert habt. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr die nächsten Videos und Challenges nicht verpassen wollt. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen. Euer Nisi. Bye, bye.